Was geht, Leute? Ich hoffe, jedem von euch geht es wieder gut. Wir reacten heute wieder auf Shorts. Also, lasst ein bisschen Liebe da, klaut das Plus, join die WhatsApp-Gruppe, die ich unten in den Kommentaren für euch anpinne. Let's go! Hallo Mama, du wolltest ein Video sehen. Deine also, Mama fragt, ob es deinen Brüdern gut geht. Ich habe die Jungs zu dieser Treppenschlange oder so gebracht und wir... Digga! Das ist voll cool. Ich denke, das wäre eine Achterbahn. Ich verbringe jetzt den Tag hier. Ich habe ein bisschen Schmerzen am rechten Auge. Ich habe keine Schmerzen am rechten Auge. Und wir verbringen unser Tag jetzt noch hier in Duisburg. Jungs, können wir jetzt gehen? Ja. Hallo, Mama. Was mit dem passiert? Yo, einfach Schelle bekommen von kleinem Bruder. Nein, ich räume mein Zimmer nicht auf! Schätzchen, das musst du aber! Sagt wer? Das bürgerliche Gesetzbuch, Paragraph 1619. Danach sind Kinder verpflichtet, im Haushalt mitzuhelfen. Ach ja? Sonst was? FBI, open up! Nein! Sind Kinder wirklich verpflichtet, ihr Zimmer aufzuräumen? Oder ist das jetzt ein Scherz? Ich weiß ja nicht. Es gibt jetzt einfach eine Handyhülle, in die ihr euer Lipgloss reinstecken könnt. Warum macht jeder diese Handyhülle? Ist es wirklich so trendy? Ey, der eine hat das mit Ton gemacht, hat uns noch nicht mal das Ergebnis gezeigt und jetzt das nächste Video. Wie cool ist das? Schaut mal, was bei mir angekommen ist. Nicht nur eine Handyhülle, sondern zwei. Und ein paar Lip-Tints. Und ganz zufällig ist auch mein neues Handy angekommen. Wir müssen uns direkt die Hülle anschauen. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit den Trends abgeht. Ist aus Silikon. So sieht sie seitlich aus, das habe ich bis jetzt bei keinem gesehen. Die hat hier einen kleinen Booty. Dazu habe ich 4 verschiedene Rode Lip Tints geholt. Wir machen die jetzt alle mal nach der Reihe rein. Das sieht so schön aus. Das ist doch safe einfach eine Werbung. Das ist safe eine Werbung. Kann doch nur sagen, nee, Digga, wer will denn sowas bitte schön als Handyhülle haben? Ich frage mich aber, ob hier auch andere Lippenstifte reinpassen. Ah, love it. Und ich habe die Hülle ja ein zweites Mal geholt und diesen Lip-Tint noch einmal. Für jemanden von euch, jemanden aus meiner Community. Alles, was ihr dafür machen müsst, um diese Hülle zu bekommen, ist mir zu folgen und in meine Story zu schauen. Also, ich persönlich habe so eine Handyhülle. Ihr hört, dieses Klappteil funktioniert nicht mehr gescheit. Aber... ich bin zufrieden. Ich brauche hier hinten nicht irgendwie so ein Booty, damit ich mein Handy besser halten kann. Aber was sagen die Kommentare? Ich würde sie meiner besten Freundin zum Geburtstag schenken. Ich muss euch was richtig krasses zeigen. Und zwar, ich habe einfach in meinem Lamborghini eine Minibar eingebaut, wo richtig cooles Zeug drin ist. Bro, ein Lamborghini ist eh schon klein genug und dann willst du noch eine Minibar reinpfeffern? Okay, wenn du das Geld hast, natürlich. Einmal will ich auf jeden Fall Paulberger Limo reinpacken, weil das ist gelb und das passt so ein bisschen zusammen. Dann habe ich noch coole Takis-Sorten und zwar... Zombie-Takis? Habanero und Cucumber. Seit wann gibt's Zombies-Takis? Wo kann man die kriegen? Mal Zombie, Nitro... kenne ich nicht, Vulcano und Fuego. Das größte Problem ist, ihr seht, hier ist nicht viel Platz drin, deswegen die Minibar ist ganz woanders. Und zwar die Minibar ist hier vorne. Das müssen wir jetzt aber erstmal aufmachen. Um das aufzumachen, benötigen wir aber hier... das ist der Kofferraum, oder? Hier ein spezielles Teil, und zwar dieses Teil, das ist nämlich hier drin. Das Teil muss jetzt hier reingesteckt werden und aufgedreht werden. Und jetzt muss ich hier einfach nur noch drücken. So, die erste Seite ist auf. Die Seite ist auch auf, so. Und jetzt kann ich das Auto aufmachen. Ihr seht schon, jetzt sieht das einfach so aus. Und hier drinnen haben wir unsere Minibar. Und da kommen jetzt meine Takis rein. Guck mal, wie viel da reinpasst, Leute, Alter. Und natürlich, Paulberger Limo darf auch nicht fehlen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Also es war... bisschen cringe. Was soll als nächstes in die Minibar? Nichts. Das rattert nur rum. Du machst eine Paulberger Limo da rein, bremst einmal, drehst einmal aufs Gas, das Ding explodiert. Bro, ich sag dir so, wie es ist. Guck mal, das Kind winkt uns. Ich mach mal das Blaulicht an, das freut die immer so. Schau mal, die Mutter winkt auch noch mit. Die winkt aber hektisch. Vielleicht mag die auch Sonderfahrzeuge. Es werden aber irgendwie als mehr. Vielleicht sind eine Rettungsmesse oder sowas in der Nähe. Irgendein Umdrehen, da liegt ein Auto auf dem Dach. Ja, bin schon dabei. Auslass, wenn er Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super weh macht.
Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter Hundkante runtergeschmissen. Und da hat er gelacht, als ich geholt hab. Also erzähl mir nichts von Zahnschmerzen. Ja, wenn das scheiße ist, dann mach's nicht genauso. Bro, der zeigt da hinten noch mit dem Finger. Die Jugend von heute, Digga. Erwachsene Leuten einfach Mittelfinger zeigen. Mir ist gerade das. Am Arsch lecken? Digga, am Arsch lecken hat mir letztens was gespendet im Stream. Am Arsch lecken? Oh mein Gott. Ich sag's tausendmal. Ich hab's wirklich nicht gecheckt. Am Arsch. Der hat mir wirklich was letztens im Stream gespendet. Am Arsch lecken. Tschüss. Say it. Say what? Just say it. What do you want me to say? Say it. Come on, just say it. Say it. Say it. I don't know what you're talking about. Say it. Say it. Please, please. Please. Just say it. We're begging. Say it. Just please. Say it. Say it. Fuck. Ich hab gedacht, die soll das N-Wort sagen. Say it. Okay. Bentley. Fahrrad. Bentley. Fahrrad. Ist immer noch ein Fahrrad, Digga. Bentley. Ich würde den Bentley nehmen, Mann. Aber das Fahrrad nicht. Was willst du dir das schon? Oh, ich hab so Angst. Das ist so scheiße, wenn ich das weiß. Wir bauen eine Falle. Sieht man, dass ich zitter? Oh, ich bin so aufgeregt. Leute, kann ich mir wirklich nicht wehtun. Was sollen wir jetzt machen? Nee, wir warten jetzt noch, oder? Das ist cool, also sowas hätte ich auch gern zu Hause. Falltürtest. Wow. Ich habe einen Swingerclub besucht, bei der Kokainproduktion geholfen, Ayahuasca getrunken, Fliegenpilze genommen, einen Waffenhändler getroffen, mir eine Sexpuppe zusammengestellt und bin im Gefängnis gelandet. Jetzt bin ich im Gefängnis. Ich habe Der, was macht denn der Bray alles noch? Schiech. So, ich gehe einkaufen. Was ist los? Warum knallt die Tür wieder zu? Nicht so laut. Die Nachbarn sind im Flur. Ja. Und wo ist das Problem? Das genauso. Ich warte, bis sie weg sind. Dann das genauso bei mir. Was hast du vor? Auch nichts. Was ein Zufall. Hast du mal eben kurz 2 Stunden? Ich muss dir was erzählen. So, ich gehe einkaufen. 2 Stunden Zeit? Tschüss. Viel zu lang, Mann. Mach ich. Mein Sohn ist auch hochbegabt. Der hat schon mit 3 Monaten nicht mehr in die Windeln gemacht. Wie habe ich das geschafft? Ich habe ihm keine angezogen. Jetzt ist er 2 und spricht. Kein Wort. Ein Denker. Mein Sohn. Warum haben die Leute überhaupt gelacht? Mein Sohn ist hochbegabt.